Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht? Willkommen zurück zu Animal Crossing. Ich habe jetzt extra so ein bisschen gewartet darauf, dass unsere gute Noisette am Start ist, weil ich halt keinen Bock habe, die zu suchen. Und ja, wir werden sehen. Da ist sie doch. Hallo. Ja, ja, jetzt steht doch nicht so rum, als wäre nichts gewesen. Ich habe dich ganz genau gesehen. Auf einmal biederst du dich an. Was soll das, Spatzi? Kai? Klingt schon irgendwie bekannt, aber ich kann den Namen nicht recht zuordnen. Wir sind also befreundet, ja? Soll mir recht sein, Spatzel. Genug geschwatzt. Brauchst du irgendwas von mir, Spatzel? Ja, ich brauche diesen einen Terminkalender da. Ich mach dir doch nichts aus, das zu machen, oder, Spatzel? Gut, hier ist das gute Stück. Vergiss nicht, das Anna zurückzugeben und richtig schöne Grüße von mir aus. Aber sicher doch, mein kleines Fräulein. Ich verlasse mich auf dich, Kai. Bitte enttäusch mich nicht. Mein zweiter Name ist Vertrauen und Verlassen. Ja, ich habe die Stadt verlassen, aber das war halt nur für ein paar Wochen. Was denn? Bleib doch hier. Kai, es ist so kalt draußen. Was spazierst du denn noch in der Gegend rum, Twitterity? Was stehst du vor deinem Haus rum? Guter Einwand. Was willst du? Hier die Lieferung für dich. Hallo, nimm. Mann, ich bin so froh, dich zu sehen. Ich kann nicht glauben, dass du meinen Terminplaner gefunden hast, Twitterity. Du bist wirklich toll, Kai. Ich kann dich doch nicht mit leeren Händen abziehen lassen. Hier hast du mein schönstes Briefpapier. Nicht dein schönstes Briefpapier. Nein. Dank deiner Hilfe ging das ganz schnell. Ich bin dir außerordentlich dankbar, Twitterity. Ja, sicher doch. So. Ich glaube, wir haben momentan so mit jedem Bewohner gesprochen. Ich glaube, einer fehlt noch und das ist Bärbel. Nein, nicht Balduin. Bärbel muss es sein. So, bist du jetzt da? Die ist schon wieder nicht da. Wo ist denn sie? Boah, Alter, wäre das hier Minecraft, würde ich mir einen Kompass bauen, der so einen Zelda-ähnlichen Effekt hätte, damit ich diese scheiß Bärbel finden kann. Wie sah Bärbel denn nochmal aus? Das ist auch so eine Frage, die ich mich gerade so ein bisschen stelle. Bärbel, hallo. Ich will jetzt nicht den ganzen Part suchen, ne? Da bist du ja, Bärbel. Wo kommst du denn her? Oh ja, guten Abend. Wer sollte es anders sein als Kai? Wenn ich mich nicht täusche, haben wir uns seit 2 Monaten nicht gesehen. Inzwischen bist du sicher reich geworden, ja. Oder hast du etwa die ganze Zeit nur rumgehangen, Spatzel? Genug geschwatzt. Brauchst du irgendwas von mir, Spatzel? Was ist los bei dir? Was geht? Fräulein, Mädel. Ich hab da drüben diesen Radfahrer oder Raumfahrer Sam gefunden. Gehört das Ding dir, Kai? Nee, was? Oh, wirklich? Du bist so offen und ehrlich, Kai. Aber so nette Leute kommen zu nichts. Ist die Welt nicht gemein? Das ist total unlogisch. Gibt es denn keine Gerechtigkeit in dieser Welt? Warum wird Ehrlichkeit nicht belohnt? Also, ich persönlich kann dich natürlich nicht belohnen. Aber... ich bin mir sicher, dass dir irgendwann etwas Gutes widerfahren wird. Ja, Spatzel. Das ist dein latentes Karma. Gut. Dann mach's mal gut, Fräulein. Ja, ich habe mit den meisten echt überhaupt nicht gesprochen, Alter. Da vergingen wirklich zum Teil 2 Monate. Also wirklich diese 2 Monate, die ich halt nicht in diesem Spiel on war, habe ich auch nicht mit den meisten Bewohnern geredet. Halt nur mit einem Teil. Und das ist halt nicht genug, ne? So ist das. Ja, jetzt werden wir in diesem Part wieder so ein bisschen uns den Boden anschauen, gucken, dass wir Fossilien finden, gucken, dass wir den Goldstein finden, dass wir unsere Goldschaufel finden, ja. Wäre auch so ein Ziel von mir in diesem Part. Ja, und in der Zeit, weiß ich nicht, habe ich was, worüber ich reden kann. Das ist jetzt die Frage des Tages, nicht wahr? Komm schon, mach doch... mach doch da einfach ein Loch hin. Grab ein Loch. Gut, er will halt nicht, ne? Andererseits ist da auch kein Geld. Ja. Worüber ich reden kann. Es gäbe viele Sachen, über die ich reden kann. Über Karneval. Wie Karneval verlief. Habe ich wahrscheinlich auch schon mal in Splatoon gesagt. Aber nicht jeder guckt ja alles, ne? Das kann man ja auch nicht voraussetzen. Aber ich weiß nicht. Über was kann ich reden, was jetzt
nichts so krass betrifft. Ich meine, wir müssen uns jetzt auch gar nicht mehr so krass aufs Spiel konzentrieren. Wir werden jetzt nur ein bisschen schaufeln und dabei reden wir halt über ein Thema. Und ich würde sagen, ich rede nochmal über das Thema, was ich im letzten Part so genannt habe, nämlich, ja, die Möglichkeit, Handybildschirme oder Smartphone-Bildschirme quasi auf dem PC oder auf den Fernseher zu streamen. Ne, wenn man es irgendwie auf dem Fernseher streamen kann, geht es ja auch irgendwie auf dem PC, ist ja ganz klar, ne? So. Und da ist halt die Frage des Tages, wie geht das denn? Viele fragen da auch immer in den Kommentaren. Und, ja, ich will aber so gütig sein und das mal beantworten, ne? Also grundsätzlich gibt es ja so viele Möglichkeiten, euren verdammten Bildschirm des Handys, des Smartphones, wie ihr wollt, auf dem PC anzeigen zu lassen oder generell aufzunehmen. Oh, ein kleiner Baum, der wächst. Hi. Ne, es gibt so viele Möglichkeiten, dass man sie auch gar nicht mehr aufzählen kann. Es gibt unzählige Apps, mit denen ihr direkt auf dem Handy aufnehmen könnt. Würde ich euch aber nicht zuraten, weil bei mir ist halt immer dieser Fall eingetreten, dass es da immer so weit kam. Naja, meine lieben Freunde und Kindchens. Wie soll ich euch das jetzt sagen, ohne dass ihr anfangt zu weinen? Keine Ahnung. Nee, aber auf jeden Fall. Es war halt immer so, die FPS-Rate der Videos war nie konstant. Die war immer so auf 37 FPS, 44 FPS, mal auch 23 FPS. Und das Ding ist, ich habe mit einem recht guten Handy 60 FPS aufnehmen wollen. Ich weiß jetzt nicht, ob es am Programm lag, aber so viel auf jeden Fall da. So, muss ich ganz klar so sagen. Ja. Na und deswegen kann ich euch halt die ein oder anderen Programme, die halt auf dem Handy sind, nicht empfehlen. Besonders die meisten Apps auf dem Handy, mit denen ihr das machen könnt, die setzen voraus, dass euer Handy geroutet ist. Quasi, dass ihr die Sonderrechte habt, die halt normalerweise so nicht vorhanden sind. Wenn man ein Handy routet, hebt man quasi so ein paar Sperren auf. Und das ist halt, ja, nicht empfehlenswert, weil euer Handy dann quasi, ja, Kinders, die Garantie uns alles verliert. Und das ist halt nicht ratsam, sage ich jetzt mal, ne? Ist auch nicht tragbar. Deswegen routet euer Handy erst dann, wenn ihr euch sicher seid, dass es schon so alt ist, dass man drauf scheißen kann. Ne, wenn die Garantie sowieso abgelaufen ist, kann man es ruhig routen, aber dann ist die Frage, zu welchem Zweck, ne? Ja. Na, so viel auf jeden Fall dazu. Dann gibt es noch die Möglichkeit. Und ich, by the way, ich gebe hier gerade so viel Informationsstoff für die Leute, die unbedingt mal mit dem Handy aufnehmen wollen und ständig unter irgendwelchen Handyprojekten fragen. Aber die werden halt dieses Let's Play niemals sehen. Deswegen, fick dich. Toll. Schon wieder verkackt. Du kleiner Nuttensohn. Hasse diese Scheiße. Ständig verschiebt der Bastard sich. Das ist so ein Kack, ne? Ho, 30.000 Sternis. Habe ich gerade irgendwas gesagt? Ich meine, hi, best friend, hi. Was, Mann? 30.000? Ey, dass es sowas gibt. Okay, ich denke, 30.000 Sternis sind so die, fast die oberste Stufe an Sternis, die man bekommen kann. Und wir haben einfach 30.000. Was? Willst du mich verarschen? Okay, dann halt nicht. Brauche ich halt eine größere Geldbörse. Ach nee, wir sind ja hier nicht in Zelda. Mann, 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 Mann. Naja, wo war ich? Ach ja, hier. Handygedöns. So, dann gibt es Möglichkeiten, und das ist eine, ja, eine Möglichkeit, die ist sehr begrenzt, weil die halt nur für Samsung-Smartphones vorgesehen ist. Deswegen ist sie auch für die meisten Leute nicht tragbar, diese Möglichkeit, und das ist auch gar nicht möglich. Nämlich ist es die Möglichkeit, euren Handybildschirm anhand, ja, von einem von Samsung kommenden Programm aufzunehmen. Also wie gesagt, Voraussetzung ist, ihr braucht halt einfach ein Samsung-Smartphone und dann könnt ihr quasi auf dem PC das Programm installieren, das da heißt Samsung SideSync.
Und ihr braucht natürlich ein einigermaßen gutes Samsung-Smartphone. Eins, das natürlich Android haben muss, ist ja ganz klar. Und so viel auf jeden Fall dazu, nicht wahr? Gut. Was ihr dann noch braucht, ist ein USB-Kabel, womit ihr halt euren PC mit dem Handy verbinden könnt und dann läuft die Scheiße. Da müsst ihr quasi auch noch auf dem Handy Sidezug installieren. Die App findet man im Play Store gratis und dann kann man sich nach ein bisschen Gewusel... Oh, schaut mal. Rütteln wir mal dran. Rütteln wir mal an diesem Baum, nicht wahr? Ja. Heb doch auf. Dankeschön. Ja! Ich habe die Goldschaufel erhalten. Was ich damit wohl ausgrabe? Tja, 30.000 Sternis. Goldschaufel, Alter. Die wird wohl auch extrem viel wert sein, gehe ich mal stark von aus. Richtig schön. Oder aber mit der Goldschaufel kann man bessere Sachen ausgraben. Das kann auch sein. Werden wir sehen. Naja, wo war ich? Wo war ich? Ach ja, genau, hier, Smartphones. Ist halt, wie gesagt, ein Programm, was halt nur für Samsung-Geräte funktioniert, weil es halt auch von Samsung kommt und die werden da keine Ausnahmen machen. Die werden nicht sagen, ey, du hast ein Sony-Smartphone? Kein Problem. Hier, nutz unser Programm, du Sony-Käufer und du Sony-Präferierer. Füg dich ins Knie. Hey. Nee, das wird nicht möglich sein. Kann man von ausgehen wie Kerzen. Sag ich euch direkt. Kompromisslos, ins Gesicht. Das ist Möglichkeit 2. Problem daran ist aber, es ist zwar gut möglich und man kann damit recht gut aufnehmen und professionell besonders aufnehmen, weil man da halt die Stimme vom Audio trennen kann. So, das Problem daran ist aber, man kann damit keine 60 FPS aufnehmen, jedenfalls nicht mit meinem Handy und jedenfalls nicht mit der aktuellen Version dieses Programms. Geht nicht. Ich verstehe auch nicht warum, weil ich meine, ich verbinde meinen Nintendo 3DS auch mit dem PC über USB 2.0 und da kann ich auch 60 FPS anzeigen lassen und sogar aufnehmen. Hi. Oh, oh. Was geht? Du schon wieder? Was zum? Wie bin ich hierher gekommen? Ende. Mein Schiff, meine Besatzung. Wo sind die alle hin? Ach ja, ich hab das Deck geschrubbt, als ich über Bord ging. Es war so rutschig. Moment, das bedeutet, du hast mich gerettet. Wie nett von dir. Wie hilfsbereit. Ich schulde dir was. Als Dankeschön erzähle ich dir diesen tollen Witz, den ich über sie gehört habe. Mal sehen. Wie ging er? Oh ja. Eine Ente, ein Husky und ein Puma treffen sich. Da sagt die Ente zum Husky. Moment mal. Wie alt bist du, sagst du? Vielleicht sollte ich dir diesen Witz lieber nicht erzählen. Ahohohoho, warum lachst du nicht? Ach richtig, ich habe den Witz ja gar nicht erzählt und beendet. Ja, da hat jemand wohl mit bitter lustig gebumst, nicht wahr? Ich denke auch. Da kann ich dir meinen Witz gar nicht erzählen. Wie wäre es, wenn ich dir stattdessen das hier gebe? Ich habe das Ding einem schäbigen Händler in einer weit entfernten Hafenstadt abgeknüpft. Sowas findest du sonst nirgendwo. Das glaube ich mal. Mhm. Auf meinem Herzen lastet der Stein der Rastlosigkeit. Ich weiß nie, wo es mich als nächstes hin verschlägt. Moment mal. Vielleicht kann ich deshalb nicht so gut schwimmen. Wie dem auch sei, ich wollte dir nur sagen, dass... meine Kameraden glauben, dass ich nicht so oft über Bord gehe, wenn sie mich am Hauptmast festbinden. Mit etwas Glück werde ich nicht mehr allzu häufig an deinen Strand gespült. Zumindest vorerst nicht. Danke für die Sache mit dem Lebensritter und so. Mögest du immer günstigen Fahrtwind haben und trocken bleiben. Gulli war es jetzt so mittlerweile schon zum zweiten Mal hier. Der meint es echt ernst. Naja. Ich sah ihn da liegen und dachte mir, dem muss geholfen werden. Und das, obwohl ich nicht die 11880 bin. Oh. So. Wie gesagt, Samsung Sidesync. Damit kann man nicht in 60 FPS aufnehmen. Was halt... übelst krass wäre, wenn ich das mal schaffen könnte, konstante 60 FPS auf einem, Handy zu haben, oder auf einem Video zu haben, das quasi von einem Handy kommt, ne, von einer Bildschirmaufnahme.
Also es ist sehr kompliziert und es ist momentan noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, sag ich mal, sowas problemlos anzeigen zu lassen, weil es halt kaum unterstützt wird. Und jetzt komme ich nämlich zu Punkt 3 und das ist so ein Punkt, wie man sich, ja, den Handybildschirm auch auf dem PC anzeigen lassen kann und auf dem Fernseher theoretisch anzeigen lassen kann. Nämlich ist das eine Möglichkeit mit MHL-fähigen Smartphones. Was das heißt, ich wusste es mal, ich habe es vergessen, aber es heißt so viel wie, dass ihr quasi per HDMI-Kabel euer Handy mit dem Fernseher verbinden könnt. Ihr müsst es euch so vorstellen, es ist ganz simpel eigentlich. Ihr steckt ein, ja, so ein Micro-USB-to-HDMI-Adapter. Verbindet ihr mit dem Handy und eurem Fernseher und dann ist es eigentlich möglich, und dann sollte es normalerweise möglich sein, dass das Bild sofort an den Fernseher kommt. So. Ihr habt dann quasi problemloses Streamen. Das, ja, der Bildschirm eures Handys wird direkt, ohne Zeitverzögerung, 1080p, 60 FPS, ohne eine Komprimierung, direkt auf den Fernseher gespiegelt, kann man sagen. Aber das Problem daran ist einfach, das unterstützt nicht jedes Smartphone und mein Galaxy Alpha unterstützt das auch nicht. Warum das so ist? Ihr müsst wissen, es gibt Smartphones, die haben halt diese MHL-Fähigkeit und es gibt welche, die haben das nicht. Das kommt halt daher, dass diese ganzen Smartphones oder dass die meisten Smartphones halt, ja, verschiedene Poligkeiten haben. Ich denke, das kommt daher. Also ihr müsst halt wissen, am Micro-USB-Steckplatz, wo ihr quasi immer euer Micro-USB-Kabel dran steckt, um Strom zu laden, ne? So, der Steckplatz, der hat meist eine 5-Poligkeit, aber auch mal eine 11-Poligkeit. Und, naja, MHL-fähige Smartphones haben, glaube ich, eine 11-Poligkeit. Glaube ich jedenfalls. Oder es waren 5-Poligkeit. Ich weiß es nicht mehr so genau, aber ihr müsst halt wissen, dass halt das so ist. Wie soll ich das jetzt erklären, Alter? Sagen wir es so. Die meisten Smartphones haben dieses MHL, also die Möglichkeit mit HDMI, das Smartphone mit dem Fernseher zu verbinden. Das ist möglich. Die haben diese Möglichkeit. Neuere Smartphones haben das aber allerdings, glaube ich, nicht mehr. Und das ist halt totaler Bockmist, weil was soll denn das? So ganz ehrlich, das ist, man bietet Smartphones an, die so einen Standard nicht mal haben. Ne? Das ist halt so ein riesiges Problem und es ist halt auch eine der wenigen Möglichkeiten, wie man seinen Handybildschirm in einer Top-Quali, in der bestmöglichsten Quali eigentlich, auf den Fernseher bringen kann. Und auf den Fernseher bringen heißt für mich auch gleichzeitig auf den PC bringen, ne? Weil ich halt die Möglichkeiten dafür habe. So. Aber wie gesagt, mein Galaxy Alpha hat halt nicht diese Möglichkeiten, weil da halt die Poligkeit fehlt. Es gibt halt 5-polige Micro-USB-Anschlüsse und es gibt 11-polige. Und ich glaube, MHL-fähige Smartphones haben 11-polige Anschlüsse. So. Heißt, mein Galaxy Alpha hat anscheinend einen 5-poligen Anschluss. So. Es gibt aber eine Möglichkeit, wie das eigentlich möglich sein soll. Ich habe letztens mit dem Samsung Kundensupport geschrieben und die haben mir gesagt, das geht nicht, weil das Handy dazu nicht fähig ist. Und es gibt halt immer diese Support-Live-Chats, von denen ich immer glaube, dass diese ganzen Kundenberater, die da sind, Roboter sind und keine echten Menschen, weil die reden, die antworten die in Sekundenschnelle. Und das auch manchmal mit Romanen. Und ich denke nicht, dass das irgendwie ein Mensch schreiben kann, aber das ist auch nur meine Meinung, ja. Mhm. Naja, auf jeden Fall hat sie mir geschrieben, es gibt weitere Möglichkeiten. Oh mein Gott, wer hätte es gedacht, ne? Und zwar gibt es diese Möglichkeiten, die da heißen, ja, hol dir ein Smartphone, das MHL-fähig ist, ne? Und es gibt auch die Möglichkeit, quasi so einen Caster zu benutzen. Es gibt ja so ein, ihr kennt ja bestimmt Chromecast, oder? Womit man Smartphone-Bildschirme auch auf den Fernseher widerspiegeln kann. Das geht per Streaming mit dem WLAN-Netz, habe ich gehört. Und naja, das ist wohl die nächste Möglichkeit, die ich ausprobieren werde, weil das halt wahrscheinlich ziemlich krass ist. Aber es gibt ein von Samsung kommendes Cast-Modul, was man quasi an den Fernseher steckt.
Und dann ist es halt möglich, dass der Fernseher quasi... Ja, wie soll ich sagen? Dafür sorgt, oder dass das Gerät dafür sorgt, dass wenn man das an den Fernseher steckt, dass der Fernseher das Bild widerspiegelt. Ganz plump gesagt, ganz vereinfacht gesagt. So einfach ist es natürlich nicht. Aber man kann es auf jeden Fall probieren. Und ich werde irgendwann versuchen, diese Möglichkeit so in Erwägung zu ziehen, weil ich will geradezu Spielen wie Pokémon Go oder Miitomo diese Qualität mit 60 FPS auf dem Kanal haben. Weil ich mich halt als einer der besten, einer der qualitativ hochwertigsten Smartphone-Game-Kanäle hier beweisen möchte. Auch weil ich weiß, dass in den nächsten Jahren auch noch richtige Knaller-Games auf die mobilen Plattformen kommen sollen, ne? Und deswegen werde ich gucken, dass ich das hinbekomme, extra für euch. Ich werde natürlich keine Kosten und Mühen scheuen. Und das soll es für Animal Crossing für heute gewesen sein. Ja, beim nächsten Mal werden wir diese ganzen Sachen, wie zum Beispiel Fossilien, wieder abgeben. Wir werden wahrscheinlich auch die erste Rate bezahlen. Und, ja, dann können wir in den nächsten Part sogar schon das Haus abbezahlen. Es war vollständig. Also bis dahin, meine lieben Freunde und Kinder. Haut rein. Ciao.